Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. So, da sollte man wirklich nicht hinein. Die schaut nicht gesund aus. Oh, da hinten ist Ambrosia. Was tun wir hier überhaupt? Hey, da ist eine Truhe. Holen wir uns die. This way. Da unten ist auch noch ein Gewölbe. Das ist. Da werden wir zuerst reingehen, aber das ist näher. Komm her! Komm her da! Nein, ein roter! Boom! Haben wir den Bogen gewechselt oder irgendwas? Ich denke, wir stunnen die Gegner nicht mehr. Vorher wurde ich doch dauernd gestunnt. Und jetzt gar nicht mehr irgendwie. Komisch. Der Ungehorsam des Perseus. Ah ja. Sollen wir ein paar Sachen holen? Warum sieht das hier wie eine Arena aus? Weil es einer ist. Great. Müssen wir jedes Mal gegen die kämpfen dann, oder ist das hier gedacht? Nein. So. Okay, wir müssen nur einmal gegen sie kämpfen, das ist gut. Drüber kommt es irgendwann da hinten dann. Okay, komm. Denke ich mal. Na toll. Wir müssen auch noch
rüberspringen. Wir können auch nicht springen mit dem Ding. Das heißt, wir müssen das hinlegen. Rüberspringen. Den schnell greifen. Hinlegen. Uns auch ducken. Den schnell mitnehmen, da kurz kassieren. Mann! Ich vergesse nur, dass man mit dem Scheiß nicht springen kann. Na, fall endlich runter, verdammt. Mann, musst du mal das Ding hinlegen. Springen. Hallo. Ja gut, und wie kommen wir jetzt zu den da nach hinten? Scherz. Ja, nicht ausdauern. Ja, geht das noch? Nee, es geht nicht. Hier geblieben, Kumpel. Muss nicht unbedingt nach unten, aber danke. Mann. Das war ja mal mühsam. Und wieder Spiel mit Lasern. Toll. I hate you. Oh Gott, jede Menge Laser. Noch mehr Laser, sind ja kein Ende. Sprengen, aber können wir hoch genug sprengen dafür? Ich weiß nicht. Oh, okay, verstehe. Ausgetrickst. Nein! Fuck you! Fucking fuck you! Ja, wir haben da nicht wirklich eine Verschnaufpause. Na sicher! Sag einmal, wann springst du? Ich schwöre, du bist sowas von unfähig. Du bist einfach sowas von unfähig. So.
Nur noch ein so ein Teil. Und wieder Laser. Lol. Auch das noch. Warum nicht einfach wieder einen Kampf? Das erste war einfach nur ein simpler Kampf. Den anderen. Auch das noch. Die anderen drei Kisten sind fucking Laser Jumping. Ich weiß nicht, ob die Kiste eigentlich kaputt werden kann von dem. Ja, ganz toll. Das heißt, wir sollen mit der Kiste da drüber jumpen, oder was? Dann immer wir zu weit springen können. Ja lol, sie lasst das auch noch fallen gleich. Ernsthaft. Ja komm, fall bitte noch runter, auch das fehlt noch. So soll sie hier knapp hinstellen und dann von da unten holen. Also gleich nutzen, um da besser drüber zu kommen. Puh. Das hätten wir. Wir brauchen natürlich noch die Truhe. Sind wir noch nicht fertig? Und for some reason ist die gesperrt. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Fackel dort ist gesperrt. Wieso ist die Fackel dort gesperrt? Ach man, was ist das schon wieder? Ja, natürlich geht's nicht. Was ist das da unten? Oh nee. Oh nee, Mann. Really? Gotta be kidding. Vielleicht geht sie das aus mit unserer Ausdauer. Haben wir noch einen Ring? Also definitiv knapp. Nur es war nicht. Oh ja, das waren alle. Oh Mann, ganz knapp ging sich das aus. Und wir haben fast volle Ausdauer schon, ne? Und das Ganze für eine neue Optik. Mann. Interessant wäre auch mal eine Prozentanzeige, wie viel haben wir überhaupt erledigt schon. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Ich bin mit den drei Göttern von scheinbar vier befreit, aber das heißt ja noch nicht viel, ne? Je nachdem, wie viel Sidequesting es gibt.
hier müssen wir irgendwas machen. Okay, da ist die Truhe. Wir müssen hier Stuff machen. Da ist auch was unter Wasser. Something. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Müssen wir holen. Ah, ich schätze mal, dass wir sollen hier schauen, welche wir belegen müssen. Ne? Genau, den, den und den. Alles klar. Das ist der erste schon mal richtig. Okay, da daher. Und hey. Was da? Dum, 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 dum. Oh, neue Optik für diese Rüstung in Gold. Das schaut doch mal nach was aus. Hey. Krankverbesserung verfügbar, ist ja toll. So, was machen wir als nächstes? Aber was ist dann hier noch? Ich meine, hier ist dann die letzte Göttin, Athene wahrscheinlich. Da sollten wir auch mal hingehen. Ah, oder soll das da oben dann der, einfach nur der Olymp sein, vielleicht? Ist natürlich durchaus möglich. Na, die Gegner sind wieder dort, ganz toll. Gut, dass wir da nicht hin müssen. Da sind auch Gegner. Wo machen die hier irgendwas? Nicht wirklich, ja. Naja, aber dort ist doch auch was. Oder das gehört dazu. Das werden wir gleich sehen. Nö, das ist was Eigenes da oben. Hm. Nichts zu sehen. Aber wir werden schon sehen, was da ist. Die Faustus mag ein sanftes Gemüt haben, nicht gerade kampflustig sein. Aber erinnerst du dich, als er einmal in die Schlacht zog? Die Gigantomachie!
Das war gut. Ich werde nie vergessen, wie er flüssiges Eisen, so heiß wie Lava, voll in Mimas Kauleiste warf. Das war der Hammer. Auch überall noch diese komischen roten Tropfen. Ja, da hinten ist ein Gewölbe. Langer Weg hier. Langer Weg. Und jetzt? Hallo? Was? Wo endet denn der Scheiß? Willst du mich verarschen? Da geht's nicht weiter. Das endet dann einfach hier. Das ist nicht euer Ernst. Das da vorher da unten brennt eh. Was soll denn das? Fuck. Wir fragen erstmal alles hier von den Kristallen oder was auch immer das sein soll. Vielleicht gärt sich's da drauf. Hallo. Ach, wir müssen es bei... Wenn wir die Geschichte wegen einem Kampf nicht unterbrechen würden, dann würde man auch besser folgen können, ne? Flüssiges Metall in seiner Kauleiste warf. Ja, es endet halt so abrupt auf einmal, ohne eine weitere Fackel und ohne, dass du halt das Ding siehst. Checken wir es. Teilweise halt nicht so schnell. Ja lol, zwei Münzen. Danke für gar nichts. Mann, draußen ist es wieder laut heute. Dann holen wir sich da mal die Chimera. Wow. Was ist das hier? Sollte irgendeinen Sinn haben, oder? Oder nicht? Ja, vielleicht auch nicht. Es ist hier so nichts zu sehen. Es gibt keine Truhe oder irgendwas Verstecktes hier. Ausschau halten nach Sachen.
Naja, genau, da gab es ja auch noch irgendwo ein Gewölbe. Da ist eine Truhe. Da ist noch ein Gewölbe. Können wir gleich mal hinschauen. Sag mal, wie unfähig kann man eigentlich sein? Oh, Metallpferd. Gar nicht so leicht, ha? Metallpferd. Natürlich wieder den Trank genommen. So, sagt eigentlich die Zeit. Der Part ist schon längst zu Ende. Shit. Okay, Freunde, das war's wieder für diesen überlangen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.